Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Heute heißt es Juventus Turin gegen Benfica Lissabon. Das Juventus-Stadion in Turin ist ein reines Fußballstadion. Dort trägt der italienische Rekordmeister Juventus Turin seine Heimspiele aus. Markantestes Merkmal des Stadionbaus sind die beiden 86 Meter hohen Pfeiler an der Nord- und Südseite hinter den Toren. Sie tragen über Stahlseile die Dachkonstruktion. Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Chiellini. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Andrea Pirlo. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Andrea Pirlo. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Andrea Pirlo. Ein Versuch der Balleroberung. Handspiel unterbunden vom Referee. Die verstehen sich blendend. Andrea Pirlo. Chiellini. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart.
fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Andrea Pirlo. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi. Sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45. Hier wurde einfach nichts geboten fürs Geld bislang. Und die Zuschauer zahlen richtig gutes Geld. Nun kommt die zweite Halbzeit. Und jetzt kommt da der Spruch, Manni. Es kann nur besser werden. Das Bällchen rollt gut durch die... Und er wäre fast drin gewesen, der Kopfball. Aber der Keeper ist da. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Und der Abwehrspieler haut den Ball ins Seitenhaus. Da wird der Trainer zufrieden sein. Hans, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen. Sie machen Druck, das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Andrea Pirlo. Tevez. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Und Achtung, genau hingeschaut. Andrea Pirlo. Sehr gute Flanke. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Oh ja, viele Fans haben den schon drin gesehen, aber der Keeper war mit den Fingerspitzen noch dran. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Cellini, ein Kopfball aus dem Bilderbuch, aber auch eine super Parade. Andrea Pirlo.
Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Und sie geben noch mal alles für den Führungstreffer. Und sie haben noch mal einen Eckball rausgeholt. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt noch mal auszuwechseln. Ein herrlicher Pass. Sofort abgezogen und der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Tevez. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Der Sieger muss erst noch ermittelt werden. In 90 Minuten Fußballspiel. War das nicht der Fall? Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden steht's.